Die Heidi Gurtner und ihre Kollegen vom Freiberger Zuchtverband können es kaum erwarten. Der Charlie, das ist das Ross, das sie seit Tagen darauf planen. Aber offenbar nicht nur sie. Im Ganzen 63 Bieter will der Urfreiberger mit den wertvollen Genen steigern. Er gehört zur letzten Schweizer Rossrasse. Heute Morgen auf dem Hof zu Niederbipp. Alles ist bereit. Das Portemonnaie auch. Was seid ihr da in den Hängen? Hier von 13'000 Franken. Und der bringt unser Geschäftsleitungsmitglied, Christoph Sahner, auch noch 10'000 mit. Der Kribbeli? Ja, sehr. Ja, das ist ein bisschen Krimi. Im Ganzen über 35'000 Franken hat der Verband für Charlie zusammengekratzt. Geht's los. Voller Hoffnung fahren sie los Richtung Bern. Im Sand, die Schönbühl suchen aber noch andere ihres Glück. 2'000 Rössler und Schaulustige strömen zum Verkauf. Auch der Vizepräsident vom Freibergenverband ist schon hier. Das ist optimal. Für uns fast wie ein Sechser, wenn wir den kaufen können, im Lotto. Dann aber der grosse Frust. Die 80 Gross werden gar nicht versteigert. Wenn mehr als ein Bieter bereit ist, 500 Franken über dem Schätzpreis zu zahlen, dann wird gelöselt. Tiefe Preise, das ist die grosse Chance für Tierschützer, die sich gegenseitig mit einem Bändchen zu erkennen geben. Sie sind fast immer in der Mehrheit und bekommen entsprechend häufig den Zuschlag. Es gibt hier einige Tierschutzorganisationen, die sich miteinander kurz geschlossen haben und auch anscheinend abgemacht haben, dort zu steigern zusammen, damit eben wirklich kein Tier in falsche Hände kommt. Das ist eine Katastrophe. Da wird jetzt rare Genetik mit dem Los verkauft. Das ist etwas, was unmöglich passieren in der Schweiz. Der Verkauf organisiert der Kanton Thurgau zusammen mit der Armee. Und die verteidigen die plafonierten Preise. Wenn man die Preise gegen oben aufmacht, dann kann es passieren, dass sie zu Astronomischen aufgeboten wird. Uns geht es aber nicht darum, einen Haufen Geld zu verdienen, sondern dass eben jedes Ross einen Platz bekommt. Und dann ist es soweit. Jetzt kommt aus, wer der Charlie beim Lösen für knapp 2'900 Franken bekommen hat. Es sind weder Tierschützer, noch ist es Heidi Gurtner. Glücklich ist sie trotzdem. Schon eine von uns. Die Gewinnerin ist auch Freiberger Züchterin. Und sie hat der Heidi Gurtner schon versprochen, dass sie den Charlie zum Decken mal auf Niederbipp bringt.